Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Nachmittag oder Abend. Ich habe kein Zeitgefühl. Abend schon. Okay, mein Mann sagt Abend schon. 20 Uhr haben wir schon. Okay, gut. Also, einen wunderschönen guten Abend. Wir sitzen hier gerade in einem netten Lokal in Trier, hier direkt an der Porta Nigra. Da stehen unsere Fahrräder. Und ich habe einen etwas provokanten Titel hier. Ohne Bewertung unterwegs zu sein, nackten Männern gegenüber, nackten Tatsachen. Lass uns mal über nackte Tatsachen sprechen. Und zwar sind wir heute Mittag mit dem Fahrrad losgestartet. Also erstmal mit dem Auto und die Fahrräder im Auto und dann war unser Ziel hier Trier. Und irgendwie habe ich die Autobahnausfahrt verpeilt, die wir sonst nutzen. Wir wollten eigentlich den Weg fahren, den wir sonst auch fahren. In erster Linie stand eigentlich Fahrradfahren mit Brombeeressen, ne? Weil da gibt es immer so leckere Brombeerhecken. Da kommen wir eigentlich nie wirklich voran, weil ich mich immer so lange an den Brombeerhecken aufhalte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, die Autobahn, da gab es eine Baustelle und irgendwie habe ich die Ausfahrt verpeilt. Und da sind wir eine andere Ausfahrt rausgefahren und haben einen anderen Weg dann gesucht, um an die Mosel runterzukommen mit dem Fahrrad, um dort dann weiterzufahren. Wir sind dann irgendwo im Gehege gelandet. Es ist uns gar nicht gelungen, auf die andere Moselseite zu kommen, wo dieser Fahrradweg ist. Und das war so ein ganz schmaler Pfad, auf dem wir dann unterwegs waren, ne? Und da habe ich von Weitem plötzlich einen nackten Mann gesehen. Und dachte schon, ups, sehe ich richtig durch die Brille? Dann stand noch ein zweiter da, dann waren die wieder da im Gebüsch verschwunden. Und dann sind wir weitergefahren und ja, sind dann immer mehr nackten Männern dort begegnet, ne, die anscheinend dort baden waren. Es gab auch noch einen See in der Nähe. Und ich habe mich selbst dabei so beobachtet, dass ich recht bewertungsfrei da unterwegs war. Und die Männer, es waren interessanterweise auch nur Männer, Frauen waren dort keine. Die Männer waren auch bewertungsfrei da unterwegs. Und wir haben dann versucht, noch irgendwie dort durch dieses Gestrüpp, sag ich mal, in Anführungsstrichen, weiterzukommen. Haben dann dort mal eine Pause gemacht, auf Google Maps geschaut, wie wir da weiterkommen. Und dann ist ein Mann auf uns zugekommen und hat dann eben gefragt, ob wir uns verfahren haben. Und hat uns dann einen Tipp gegeben in die Richtung, wo wir gerade unterwegs sind, dass es da definitiv nicht weitergeht. Wir müssten zurück und hat uns dann den Weg beschrieben. Okay, und was ich da, und deshalb teile ich das mit dir, was ich so total interessant fand. Wir sind ja so oft, und da nehme ich mich nicht aus, und deshalb fand ich das heute Mittag so interessant, wie es mir ging und dir ging es auch so, genauso, ne? Dass wir völlig wertefrei uns gegenüberstanden. Der nackte Mann und wir waren angezogen. Weder ich noch mein Mann hatten irgendwie eine Bewertung drüber, dass wir angezogen waren und uns steht ein komplett nackter Mann gegenüber, noch hat man ihm irgendetwas, an ihm etwas wahrgenommen. Für ihn war das auch völlig normal, dass er völlig nackt da stand. Ne? Ich gucke mal hier rüber, komm doch mal mit ins Bild. Und das fand ich so interessant, da hatten wir uns anschließend noch drüber unterhalten, dass uns das so gut gelungen ist, dass aber auch dieser Mann in der Richtung so unterwegs war. Und warum teile ich das mit dir? Wir sind ja so schnell dabei, Menschen, Personen, Situationen in eine Kategorie einzustecken, in eine Schublade zu stecken, zu bewerten und zu beurteilen, wie jemand ist, wie jemand zu sein hat, entspricht das der Norm oder was auch immer. Und es ist einfach sehr, sehr hilfreich, sich darin zu üben, ohne Bewertung und Beurteilung unterwegs zu sein, Menschen zu begegnen, Menschen wahrzunehmen und einfach nur zu sein. Jeden so sein zu lassen, ihm zu erlauben, so zu sein, wie er möchte. Und vor allem auch, du darfst dir erlauben, so zu sein, wie du wirklich bist, wie du wirklich sein möchtest. Einfach nur sein, einfach nur du sein, einfach nur du selbst sein. Das ist auch so etwas, was so dahinter steckt, denn sobald
du dich darin übst, andere aufzuhören, zu bewerten und zu beurteilen und auch aufhörst, dich selbst zu bewerten. Und vor allem, wir haben ja auch manchmal so eine Gabe, uns selbst zu verurteilen für Dinge, die wir denken, die wir machen, was auch immer. Das ist ein großes Stück Freiheit, dich darin zu üben. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und deshalb möchte ich das mit dir teilen. Unsere Begegnung mit unseren nackten Männern heute Mittag. Okay? Ganz liebe Grüße hier aus Trier, in der Nähe von der Porta Nigra. Am Sonntagabend, wie ich gerade erfahren habe, dass wir ja schon 20 Uhr haben. Okay. Bis dahin. Ciao.